Der Schatz der Nibelungen war bisher leider nicht dabei. Trotzdem hat die Donau einige Kostbarkeiten zu bieten. Einerseits sogenannte Weihe- oder Opferfunde. Man sieht eben, dass es also überregional eine ähnliche Vorgehensweise gab und bestimmte Auswahl der Objekte gab, die dann ins Wasser gelangten, was dafür spricht, dass es also schon auch überregionale vielleicht Glaubensvorstellungen gab, dann bestimmte Dinge dann zu opfern und ins Wasser zu übergeben. Außerdem tauchten immer mal wieder Werkzeuge wie zum Beispiel Steinbeile auf. Die lassen darauf schließen, dass an den Donauufern beispielsweise Holz verarbeitet wurde. Das sind dann sogenannte Verlustfunde. Ein großer Schatzsammler ist Heinz Haberder. Seit 40 Jahren geht er die Kiesgruben im Landkreis Deckendorf ab. Das war, ist angegangen mit der Sugerei mit Kieselhölzern, also versteinertes Holz. Und dann habe ich das erste Mal einen Beil gefunden. Und dann ist es weitergegangen. Am Ende hatte er eine ganze Kiste voll zusammen. Die Funde lieh er, vermittelt von Deckendorfs Kreisarchäologen Dr. Karl Schmotz, dem damaligen Magisterstudenten Klaus Pofrotznek. Die Vergabe des Magisterthemas war im Jahr 2000 und man hat dann 6 Monate Zeit, die Magisterarbeit zu schreiben und die Befunde aufzunehmen und die Funde zu zeichnen und zu bearbeiten. Und die Abgabe erfolgte dann im Frühjahr 2001. Und ja, 2014 habe ich dann die Arbeit wieder aufgenommen. 13 Jahre nach Pofrotzneks ersten Zeilen zu dem Thema erscheint nun die Publikation im Rahmen der Reihe Beiträge zur Archäologie in Niederbayern. Herausgebracht von Dr. Ulrich Pfaut, der selbst Archäologe ist. Das Buch kostet 25 Euro, ist über Buchhandel zu beziehen oder direkt beim Verlag. Und die Auflage ist ein Print on Demand, das heißt, es wird nachgedruckt, wenn die Auflage verkauft ist. Im Moment haben wir eine Stadtauflage von 100 Stück und wenn die weg sind, machen wir weiter. Nach der vielen Arbeit eine große Ehre für den aus Grafenau stammenden Autor. Und auch der Fan der vermeintlichen Opfergaben freute sich bei der Buchpräsentation am Mittwoch mächtig.